Hallöchen, Leutchen. Ja, ihr werdet sicher fragen, Bernie, wieso sehen wir dich? Es gibt einen ganz einfachen Grund jetzt. Und zwar wird das hier jetzt das höchstwahrscheinlich letzte Video sein für 2,5 Wochen. Weil ich am Sonntag fliege ich im Urlaub nach Rhodos. Und ich habe 2 Wochen Urlaub jetzt. Und ja, da werde ich jetzt mal die Zeit mit so ein bisschen ausspannen und relaxen und wie gesagt, ich werde auch in Urlaub fliegen nach Rhodos. Und ja, darum werden auch in der nächsten Zeit keine Videos mehr kommen. Das heißt, in den nächsten 2,5 Wochen circa, so genau kann ich es auch noch nicht sagen, aber so ungefähr in den nächsten 2,5 Wochen. Und ja, ein bisschen Musik. Und ja, das heißt, Pokémon Blau wird definitiv jetzt mal 2,5 Wochen pausiert. Heart of Darkness wird höchstwahrscheinlich längere Zeit pausiert, da ich momentan relativ wenig Zeit habe, 2 Projekte miteinander zu verbinden. Und das wird wahrscheinlich heißen, dass ich nach dem Urlaub Pokémon Blau jetzt mal fertig machen lasse. Das heißt, ich werde Pokémon Blau jetzt, ich weiß nicht, wie viele Folgen das werden, ich schätze mal so 20. Ja, bin ich sicher gut dabei. Naja, obwohl 20 wird, glaube ich, ein bisschen viel. Dann sagen wir so, zwischen 15 und 20 Folgen, glaube ich, werden noch kommen. Weil 2 Arena-Kämpfe haben wir noch vor uns und dann die Siegestraße und dann noch 3-4 Sidequests, was ich machen werde. Und ja, in der Zeit wird höchstwahrscheinlich Heart of Darkness passiert. Das heißt, ich werde nach Pokémon Blau Heart of Darkness fertig let's playen. Es wird dann eher relativ kurz noch werden, das sind sicher 10-15 Folgen, glaube ich, werden es noch werden. Wo wir eh schon relativ weit sind, aber man kann es nie einplanen wie vom Endboss und so. Und ja, deswegen habe ich mich so dazu entschieden, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und ja, dann weiteres, was zu sagen gibt. Also mein nächstes Let's Play, ich glaube, ich werde ihr schon wissen, was kommt. Steht auch ganz oben auf meinem Channel. Halt nicht ganz oben, sondern unten in der Infobox. Hier unten irgendwo. Oder da unten, wobei ich jetzt Seitenverkehr sehe, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und ja, das nächste, das Hauptprojekt wird natürlich Illusions of Time sein. Es wird Blind sein und ich habe es noch nie gespielt, ich habe es noch nie gesehen. Ich habe nur ein paar Informationen bekommen von denen, die mir das Spiel vorgeschlagen haben. Und ja, des Weiteren werde ich, das wird dann aber eh dann alles im Vlog erklärt und weiter wird eh dann nach Pokémon glocken und sowieso wieder im Vlog, also von dem her. Und ja, wird sicher ein spannendes Let's Play werden. Und ja, will jetzt nicht relativ weit eingehen. Und nebenprojektmäßig haben wir ja Königreich für ein Lama und ein Special. Special in dem Begriff, das heißt, dass ich noch nicht genau weiß, wann es kommen wird, aber es wird in sehr naher Zukunft kommen. Und ja, das hat mir eine sehr, 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 sehr gute Freundin von mir vorgeschlagen. Also, wir sind miteinander auf dieses Projekt zugekommen. Vielleicht werde ich daraus sogar ein Let's Play Together machen. Wer weiß. Ja, lasst euch auf jeden Fall überraschen, was da mal kommen wird. Ich werde es natürlich auch nicht verraten, was das sein wird. Und ja. Final Fantasy 9 habe ich ja auch noch. Das wird fertig gemacht, wenn ich Zeit habe. Steht ja nur noch der Kampf gegen Yades aus, den werde ich auf jeden Fall machen. Man, soweit hochgelevelt habe ich mir jetzt schon. Aber ich finde einfach momentan noch nicht die Zeit,
weil Pokémon Blau laufen lassen, Heart of Darkness drehen und ja, arbeiten mit den ganzen Schichten und so, komme ich nicht relativ viel zu, relativ viel klar, weil wenn ich Nachtschicht habe, schlafe ich auch bis meistens 3, halb 4 oder so in der Art und ja, da habe ich keine Zeit, nicht, dass ich oder relativ wenig Zeit bzw. Lust, dass ich mehr aufnehme. Und ja, durch das, dass Final Fantasy ja ein spezielles Projekt war, möchte ich das schon ordentlich abschließen im letzten Kampf. Und ja, müsste auch noch ein bisschen gedulden. Vielleicht mache ich sogar im Urlaub, dass ich schnell das Video mache. Was heißt schnell? Mein präzise machen, so dass ja, jedes also alles passt und alles. Und ja, was ich hier auch noch erwähnen will, ist, es wird ein Let's Race geben gegen Yoshiboy 48 und ja, gegen René. Und zwar, wir werden wir werden Let's Raisen Chip und Chap 2. Das wird für beide blind sein. Ich habe es noch nie gespielt. Er natürlich auch nicht. Und ja, es wird sicherlich spannend werden. Mal schauen, wie es so läuft. Wie es ausschaut. Und ja, mal gucken, was da dann jetzt kommt. Also wie das dann jetzt läuft und so und ja. Mal gucken, es wird auch August, Juli, August wird das mal kommen. Mal gucken, wie das so ist. Und ja, auf jeden Fall möchte ich mich dann auch noch bei meinen Abonnenten bedanken. Sind ja momentan schon, wie viel haben wir denn jetzt? 443 habe ich jetzt momentan. Das heißt, 500 werden es bald werden. Das heißt, nicht allzu ferner Zukunft wird es ein 500 Abonnenten-Special geben. Das habe ich jetzt so gesagt. Und ich werde auch ein 500 Abonnenten-Special machen, weil seit einem 200 Abonnenten-Special ist ja nichts mehr gekommen. Und ja. So. Dann danke auch noch für das viele Kommentieren von ein paar gewissen Leuten. Und zwar, es ist erstens mal der Dennis, der kommentiert jedes Video und schreibt, wo ihm was aufgefallen ist. Also wirklich toll. Also deine Kommentare sind eigentlich größtenteils immer voll sinnvoll. Und ja, ist auch einer der wenigen, der fast immer kommentiert. Dann haben wir ab und zu also in letzter Zeit hat er zwar nicht mehr viel geschrieben, aber Flair XLP, du bist auch dabei bei meinen Kommentatoren, die was viel schreiben. Dann ist auch ab und zu mal vorhanden, also in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil er Schule, Stress und so gehabt hat, Fernando Torres, glaube ich, heißt er. Oder täusche ich mich da? Oder warte mal. Nee. Na, das stimmt schon. Fernando Torres 369. Jetzt habe ich dich. Moritz. Dankeschön für deine vielen Kommentare, die mir über die letzte Zeit immer gegeben hast. Und treu meine Videos schaust. Ja. Zu dir. Wo? Wir haben ja da ein kleines Let's Play Together geplant. Du weißt ja schon, was ich meine. Das ist auch ein kleines Nebenprojekt, das ich starten werde. Und zwar ist es ein Online-Spiel. Und ja, das werde ich auch irgendwann einmal in ein paar Monaten starten.
mit einem kleinen Showdown mit ihm dabei. Vielleicht machen wir sogar ein Let's Play Together draus. Mal gucken, wie das so wird. Muss ich mich noch mal abreden mit ihm. Aber mal schauen. Ja, wo? Ich glaube, du kennst dich sicher aus, was ich meine. Und ja, so viel dazu. Ja, was gibt's noch so alles zu erzählen? Ja. In meiner Abwesenheit. Ich habe ja viele Let's Player hier, die ihr gucken könnt, sollt, dürft. Braucht einfach nur in meine Box schauen. Tompire hätte ich schon mal gesagt, Xpire. Also bei Tommy könnt ihr auf jeden Fall jederzeit vorbeischauen. Das sind sowieso die meisten Abonnenten von mir, auch Abonnenten von ihm. Und ja, dann haben wir Mr. Cool Dustin. Schaut auf jeden Fall dort vorbei. Sein Let's Play zu Plants vs. Zombies. Also, Hut ab. Ist richtig toll, wie du das machst. Ja, wen habe ich denn dann noch so Schönes dabei? Wer sich für Final Fantasy X interessiert, könnte bei Checken LP vorbeischauen, also Austrian LP Let's Plays Checken LP. Der macht momentan Final Fantasy X. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn es interessiert. Ja, zu guter Letzt, es gibt sicher noch bessere, also mehr Let's Player zum Beispiel, kann ich euch auch empfehlen. Wie heißt er? Flair XLP. Let's Play momentan Final Fantasy X. Final Fantasy 9. Und ja. Final Fantasy 8. So wollte ich sagen. Und ja. Bei dem könnt ihr auch vorbeischauen. Oder ihr habt sicher noch mehr Let's Player. Also, das sind jetzt so meine Vorschläge, bei denen ihr vorbeischauen könnt. Bei Yoshiboy 48, also René, könnt ihr auch vorbeischauen. Super Let's Play zu Pokémon Saphir. Leider hat er jetzt schon 1,5 Monate oder 2 Monate sogar schon Pause. René, mach unbedingt weiter, das muss schnell gehen. Kleiner Ansporn an dich. Und ja. Kleine Info auch noch zu meinem Backup-Channel. Den könnt ihr abonnieren. Und ja, hier werdet ihr dann halt momentan noch keine Videos sehen. Ist nur ein kleiner Backup, falls ich noch einen Content bekommen werde. Aber ja, schauen wir mal. Also wer mich weiter sehen will, sollte den unbedingt auch abonnieren. Und ja. So, das war's im Großen und Ganzen jetzt eigentlich schon, was ich sagen wollte, sonst komme ich über die 15 Minuten. Ich schwafel eh schon wieder viel zu viel. Und ja, ich wünsche euch schöne 2,5 Wochen, 2 Wochen, mal sehen. Und ja, guckt bei den Leuten nach, kommentiert meine Videos fleißig, abonniert, favorisiert, kommentiert. Und ja, dann sehen wir uns in aller Frische in 2 Monaten, in 2 Wochen wieder. Und ja, Leute, ich mache jetzt ein kleines Schnittchen und wir sehen uns dann spätestens am Kalender hier. Schauen wir kurz nach. Spätestens am 11. Juli wieder mit Pokémon Blau. Spätestens am 11. Juli. Gut, Leute, wir sehen uns. Bis dann, haut rein und ciao, ciao, euer Bernie.